Willkommen zum zweiten Teil des dritten Kapitels, in dem wir uns die mathematischen Grundlagen der DFT ein bisschen genauer anschauen wollen. Ich hoffe, dass Sie am Ende dieses zweiten Teils mit mir dann übereinstimmen, dass die DFT zwar meist komplexwertig ist, aber nicht unbedingt wahnsinnig kompliziert. Fangen wir deshalb mit einer grafischen Darstellung an. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben eine Messsequenz, die aus 16 Samples besteht. Und diese Messsequenz wollen wir analysieren im Frequenzbereich. Das Erste, was man sich überlegen muss, was heißt Analyse eigentlich? Analyse mithilfe der DFT oder anderer Fourier-Transformationsmethoden heißt, wir wollen die Sequenz darstellen als Summe von Basisfunktionen, und das sind in unserem Fall Sinus- und Kosinusfunktionen. Und analysieren heißt dann, wir ermitteln, welcher Gewichtungsfaktor man jeder von diesen Basisfunktionen zuordnen muss, damit, wenn man sie wieder aufsummiert, wir unsere Zeitsequenz zurückerhalten. Das heißt, zum einen, wenn wir jetzt diese 16 Samples analysieren, bekommen wir n halbe plus eine Kosinusfunktion heraus. Das ist hier dargestellt. Wir sehen, hier ist der Gleichspannungsanteil und das sind unsere unterschiedlich gewichteten Basisfunktionen bis hier zu unserer Höchstfrequenten quasi bei fs halbe. Rein mit Kosinusfunktionen funktioniert das nicht. Das heißt, wir brauchen auch noch den Imaginärteil, die Sinusfunktionen dazu. Und da bekommen wir nochmal n halbe plus 1 Basisfunktionen. Damit hätten wir insgesamt mehr als n Basisfunktionen, aber die Sinusfunktionen bei k gleich 0 und bei k gleich 8, also n halbe, liefern nie einen Beitrag. Warum? Weil hier in diesem Term Sinus 2 Pi k mal n durch n ist, ja, das ist immer 0. Sinus von 0 ist 0. Und hier, das entspricht quasi Sinus von Pi, das ist auch immer 0. Das heißt, nur diese Basisfunktionen haben Gewichtungsfaktoren, die uns interessieren müssen. Das heißt, in Summe bekommen wir zu 16 reellwertigen Samples, bekommen wir 16 Gewichtungsfaktoren oder Koeffizienten, die wir x von k nennen, für unsere Basisfunktion. Und das nennen wir auch die Frequenzpunkte. Das heißt, zu 16 Zeitpunkten bekommen wir dann auch 16 Frequenzpunkte. Das schauen wir uns jetzt in der Mathematik mal ein bisschen genauer an. Und das hier ist die Analysegleichung der DFT. Das heißt, das ist die Gleichung, die uns die Koeffizienten dieser Basisfunktionen liefert. Und anstelle von Sinus- und Kosinusfunktionen schreiben wir das hier kompakter mithilfe von komplexen Exponentialfunktionen. Das kennen wir ja schon. Und man schreibt das oft noch ein bisschen kompakter. Und zwar diesen Faktor e hoch minus j2 pi kn geteilt durch n kann man auch als einen sogenannten Drehfaktor schreiben. Das heißt, man definiert wie n ist gleich e hoch minus j2 pi geteilt durch n. Und dann muss man das nur noch hoch kn nehmen und hat dann hier seinen komplexen Drehfaktor. Das kommt aus der Fast Fourier Transform, wo diese komplexen Faktoren in Tabellen abgelegt werden und dann nicht jedes Mal neu ausgerechnet werden müssen. Es gibt hier noch eine Spezialität, die man beachten muss, das ist der Gewichtungsfaktor. Im Prinzip kann man diesen Skalierungsfaktor ja eigentlich relativ beliebig wählen. Es gibt mehrere Randbedingungen, an denen man sich da normalerweise orientiert. Eine sollte sein, dass wenn ich jetzt meine Basisfunktion berechne und von den Koeffizienten der Basisfunktion wieder zurück in die Zeitebene gehe, dann sollte die gleiche Sequenz x von n dabei rauskommen, wie die, mit der ich losgelegt habe. Wo ich aber jetzt meinen Skalierungsfaktor, den ich so wählen muss, damit das passt, wo ich den jetzt
hinpacke, ob ich den jetzt in die Analyse oder in die Synthesegleichung schreibe, das ist mir jetzt im Prinzip frei überlassen. Und da gibt es auch mehrere verschiedene Festlegungen. Deshalb sollte man sich, wenn man mit so einer FFT-Bibliothek arbeitet, immer erstmal angucken, wie das denn eigentlich definiert ist. In Python und MATLAB ist das hier so definiert, also ohne diesen Faktor 1 durch n, den habe ich davor geschrieben. Lässt man diesen Faktor weg, dann kann man die FFT sehr praktisch für alle möglichen Anwendungen nutzen, aber nicht unbedingt jetzt für eine spektrale Schätzung. Da stimmen dann nämlich die Amplituden nicht überein mit dem, was wir jetzt tatsächlich an Leistungen unserer Spektrallinien erwarten würden. Das heißt, skalieren wir die FFT mit DFT mit 1 durch n, dann bekommen wir physikalisch sinnvolle Koeffizienten für unsere Basisfunktion heraus. Deshalb nutzen wir das immer so aus. Was steckt jetzt in dieser Analysegleichung drin? Wir haben hier zum einen natürlich unsere Sequenz x von n. Das ist quasi die Laufvariable für unsere Samples, die uns den Zeitpunkt angibt. Und diese Samples sind abgetastet mit der Abtastperiode TS oder 1 durch FS. Und wenn ich deshalb jetzt meine Sequenz von n gleich 0 bis n minus 1, also über n Samples, analysiere, dann heißt das, ich schaue mir die an mit einem Messfenster der Länge n mal TS. Und diese Messfensterlänge nenne ich jetzt hier T1. Danach gehe ich davon aus, dass das periodisch fortgesetzt ist. Das heißt, dass der Sample x von n plus groß n den gleichen Wert hat wie das Sample x von n. Im Frequenzbereich gibt es auch so eine Variable k und auch die läuft von 0 bis n minus 1. Das gibt mir meine einzelnen Frequenzpunkte an oder die Grundfrequenz meiner Basisfunktion, die wir gerade gesehen haben, der Sinus- und der Kosinusfunktion. Und diese Laufvariable, die mir die Frequenzpunkte festlegt, die definiert mir jetzt Punkte zwischen 0 und FS. Da wir ein zeitdiskretes Signal haben, wiederholt sich danach das Spektrum periodisch. Das heißt, auch hier gilt, das sieht man jetzt aus dieser Gleichung nicht, das kommt aus dem Definitionsumfeld, kommt, muss man das wissen. Das heißt, auch hier ist der Koeffizient x von k plus n identisch mit dem von x von k. Ist also auch periodisch in der Frequenzebene. Und mit diesem Wissen, nämlich dass ich n Frequenzpunkte habe im Bereich zwischen 0 und FS, kann ich jetzt auch diesen Wert x von k, also den k-ten Koeffizienten meiner Basisfunktion, den kann ich jetzt auch wieder einer physikalischen Frequenz zuordnen. Indem ich sage, meine k-te Frequenzlinie ist bei Abtastfrequenz durch n, ich habe n Frequenzpunkte, mal meinem Index k. Daraus erhält man dann auch den Frequenzabstand Delta F. Das ist einfach die Abtastfrequenz geteilt durch die Anzahl der Punkte. Und diese Frequenz F1, das ist genau der Kehrwert der Länge meines Messfensters. Das heißt, das Messfenster definiert mir, wie hoch meine Frequenzauflösung ist. Je länger das Messfenster, desto feiner ist die Frequenzauflösung. Bei reellwertigem x von n, das haben wir gerade schon vorausgesetzt, ohne das jetzt zu beweisen, gibt es noch ein paar mehr Symmetrien. Zwar kann man dann zeigen, dass der Frequenzpunkt x von minus k konjugiert komplex ist zu dem Frequenzpunkt von x von k. Und da steckt im Prinzip mathematisch beschrieben das drin, was wir eh schon mal angesprochen haben, nämlich dass das Phasenspektrum eine ungerade Symmetrie hat und das Betragsspektrum, das kann man hier draus auch erkennen, das hat eine gerade Symmetrie. Und das gilt nur für reellwertige Sequenzen, sonst ist dieser Zusammenhang nicht so. Daraus folgt außerdem noch, dass die Frequenzpunkte x von 0 und x von n halbe, genau in der Mitte,
dass diese Frequenzpunkte reell sein müssen, weil die quasi konjugiert komplex zu sich selber sind. Und das heißt, die müssen dann reellwertig sein. Für uns heißt das, wenn wir eine reellwertige Sequenz x von n haben, müssen wir auch nur die Hälfte der Punkte berechnen, weil der Rest sich dann eh daraus ergibt. Man darf jetzt nur das nicht damit verwechseln, das Spektrum, also die Koeffizienten von unserer Basisfunktion, das ist im Allgemeinen schon komplex und deshalb brauche ich pro Frequenzpunkt zwei Datenspeicher. Das haben wir gerade in der Grafik gesehen. Die realen Imaginärteile von dem x von k kann man interpretieren als Gewichtungsfaktoren für meine Kosinus- und Sinus-Basisfunktion. Wenn ich jetzt die Koeffizienten meiner Basisfunktion gegeben habe, dann habe ich ja gesagt, kommen wir von da aus auch wieder zurück zu meiner Zeitsequenz. Das nennt man dann die Synthesegleichung der DFT oder auch die inverse DFT. Und diese Gleichung sieht eigentlich fast genauso aus wie die Analysegleichung, abgesehen von dem Vorzeichen hier von meinem Drehzeiger. Und der Faktor 1 von n, der hier fehlt. Berechnen Sie mit Python oder MATLAB die IFFT, dann steckt bei Python und MATLAB dieser Faktor n damit drin. Deshalb ist auch, wenn ich jetzt mit Python oder MATLAB FFT und IFFT nacheinander durchführe, komme ich wieder zu meiner gleichen Messsequenz zurück. Hat wie gesagt nur den Nachteil, dass die FFT mit dieser Skalierung, weil die DFT mit dieser Skalierung mir keinen korrekten Wert jetzt für die Energien, für die Leistung meiner Frequenzlinien liefert. Ich habe mich da jetzt schon ein paar Mal versprochen zwischen DFT und FFT. Das kommt zwar eigentlich erst ein bisschen später dran, aber nur schon mal vorab. Die FFT ist nur eine besonders effiziente Methode, die DFT zu berechnen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was mir irgendwelche anderen Werte liefert. Das ist nur eine Art, die möglichst schnell zu berechnen. Man sieht jetzt hier nochmal dran, wenn man die Synthese- und Analysegleichung sich anguckt, dass eigentlich immer n Samples im Zeitbereich n Frequenzpunkten oder Koeffizienten meiner Basisfunktion zugeordnet sind und dass es deshalb eine Blocktransformation ist. Und da x von k im Allgemeinen komplex ist, ist bei der inversen DFT sind normalerweise n mal n komplexe Multiplikationen notwendig. Das ist bei der DFT jetzt nicht so, weil ja mein x von n reellwertig ist. Wenn man das numerisch praktisch ausführt, diese Rechnung, muss man ein bisschen darauf achten. Meistens kommt x von n bei der Rechnung dann als ein komplexer Wert raus. Und das liegt daran, dass dann der Imaginärteil nie so ganz verschwindet, sondern dass man irgendwas 10 hoch minus 15, 10 hoch minus 16 im Imaginärteil hat. Das muss man mit entsprechenden Funktionen dann unterdrücken. Da ich aber diese Symmetrie habe, muss ich diese Rechnung hier aber nicht über alle n Werte durchführen, sondern es reicht, wenn ich über n halbe diese Rechnung ausführe. Dass die inverse DFT mir ein periodisches Zeitsignal liefert oder ein Zeitsignal, was man periodisch fortsetzen könnte. Das haben wir uns auf der letzten Folie ja schon angeguckt. Genau, die Wahl des Skalierungsfaktors habe ich vorhin schon erklärt, warum das so passiert. Aus diesen Gleichungen folgen jetzt diverse Eigenschaften. Und zum Vergleich gucken wir uns erst nochmal die dazugehörigen Eigenschaften der kontinuierlichen Fourier-Transformation an oder auch der DTFT. Die verhalten sich da identisch. Die wichtigsten Eigenschaften sind die Linearität. Das kann man sofort aus der Gleichung erkennen. Zeitverschiebung ist natürlich extrem wichtig für zeitdiskrete Systeme. Das heißt, aus einer Verschiebung um k ergibt sich so eine
lineare Phase, eine zusätzliche mit E hoch minus J Omega K, also eine lineare Phase von minus Omega K. Frequenzverschiebung ist für viele Fälle auch wichtig. Das kann man sich vielleicht zuerst in der Frequenzebene angucken. Ich mache hier eine Verschiebung mit Omega minus Omega 1. Und in der Zeitebene macht sich das bemerkbar als die Multiplikation mit E hoch Jn Omega 1. Das heißt, das ist so eine Sinus-Kosinus-Funktion, mit denen ich dann meine Zeitsequenz multiplizieren muss. Und, das sieht man auf den ersten Blick hier nicht, das ist komplexwertig. Das heißt, wenn ich reellwertig bleiben will, dann geht diese einfache Modulation nicht. Die liefert mir immer eine komplexwertige Zeitsequenz. Dann müsste ich eine spezielle, entweder eine Amplituden- oder eine Frequenzmodulation machen. Die sieht ein bisschen anders aus und die führt dazu, dass meine Sequenz reellwertig bleibt. Zeitumkehr kann man auch leicht ableiten. Das führt dazu, dass sich das Spektrum quasi umkehrt. Faltung im Zeitbereich ist Multiplikation im Frequenzbereich und dementsprechend Multiplikation im Zeitbereich eine Faltung im Frequenzbereich. Genau, das war mehr oder weniger nochmal eine Wiederholung. Das gehört gar nicht so sehr in unser Fach hier. Bei der DFT sehen die Gleichungen eigentlich alle praktisch identisch aus. Das können Sie sich in Ruhe mal angucken. Wir brauchen, tja, was brauchen wir? Periodizität, das müssen Sie wissen. Linearität, da setzen wir natürlich immer drauf auf. Ja, und Faltung und Multiplikation sind auch Dinge, über die wir gar nicht weiter nachdenken normalerweise, dass die so sind. Das ist aber nichts, was Sie jetzt unbedingt auswendig können müssten. Sie sollten nur die grundlegenden Eigenschaften der DFT kennen. Was jetzt wieder wichtig ist für uns, ist die Frage, welche Eigenschaften sich zu der Symmetrie der Fourier-Transformation aus der Definition ergeben. Wir gehen jetzt eigentlich immer von reellwertigen Zeitsignalen aus. Und dann ergibt sich sowohl für die CFT als auch für die DTFT als auch für die DFT die folgenden Symmetrieeigenschaften. Reellwertiges X, dann haben wir ein konjugiert komplex symmetrisches Spektrum. Und das heißt unter anderem, dass der Realteil von X gerade ist und der Imaginärteil von X ungerade ist. Und laut Definition vom Betragsgang folgt dann daraus sofort, dass der Betragsgang gerade ist und dass der Phasengang ungerade ist. Außerdem, das haben wir noch nicht uns angeguckt bis jetzt, wenn ich mir den geraden Teil von x angucke, sagen wir mal Cosinus von 2 Pi n, dann folgt daraus, dass mein Spektrum, dass das reellwertig ist, habe ich ein Zeitsignal, was rein ungerade ist, zum Beispiel Sinus, Omega, n, wie auch immer, dann folgt daraus, dass mein Spektrum rein imaginär ist. Das war's für heute. Die letzte Folie können Sie sich noch mal ein bisschen nachwirken lassen. Das ist eigentlich so die wichtigste Folie. Und mit dem Rest habe ich nur probiert zu erklären, was für Eigenschaften die DFT hat. Das heißt, wie viele Frequenzpunkte man zu wie vielen Datenpunkten bekommt und wie man diese Frequenzpunkte zu physikalischen Frequenzen wieder umsetzen kann. Die Symmetriebeziehung schauen wir uns jetzt nochmal an für reellwertige und komplexwertige Sequenzen im Vergleich. Zunächst für eine reellwertige Messfolge, hier dargestellt jetzt mit 8 Punkten. Da haben wir 8 Datenpunkte, in denen irgendwelche Werte stehen. Die imaginäre Komponente der Messsequenz gibt es nicht, das heißt, die ist immer 0. Im Vergleich dazu ist eine komplexwertige Messsequenz
besteht aus n reellwertigen Datenpunkten und dazu kommen nochmal n imaginäre Datenpunkte. Das heißt, von der reinen Datenmenge sind das 2n reellwertige Datenpunkte. Wenn ich die jetzt mit der DFT transformiere, dann bekomme ich 2n relevante Datenpunkte. N reelle und n imaginäre. Hier gibt es keinerlei Symmetrie, hier kann ich nichts vorher bestimmen. Das heißt, zu 2n Datenpunkte in der Zeitebene, dementsprechend 2n Datenpunkte in der Frequenzebene. Frequenzabstand, Abstand zwischen zwei Linien ist aber auch hier fs geteilt durch n. Im Gegensatz dazu haben wir bei reell wertigen Datenpunkten in der Zeitebene eine Symmetrie um den Nullpunkt und eine Symmetrie um den Punkt bei n halbe. Und das heißt, dass diese beiden speziellen Punkte k gleich 0 und k gleich n halbe, die müssen auf jeden Fall rein reellwertig sein. Das heißt, hier ist die imaginäre Komponente 0. Die reelle Komponente im Frequenzbereich hat, wie gesagt, eine Symmetrie um die 0 herum oder eine Symmetrie um n halbe, und zwar eine Gerade. Die imaginäre Komponente ist auch symmetrisch um den Punkt k gleich 0 und k gleich n halbe. Aber das ist eine ungerade Symmetrie. Das heißt, auch hier entsprechen jetzt n Datenpunkten in der Zeitebene n Datenpunkten Punkte in der Frequenzebene. Das mit der Frequenzauflösung schauen wir uns auch nochmal an einem kleinen Beispiel an, weil das so wichtig ist. Wir hatten schon gesagt, ein paar Folien zuvor, dass die Länge n oder NFFT der Datenfolge die Frequenzauflösung der DFT bestimmt. Je größer diese Länge n ist, desto länger ist auch das Messfenster n mal ts und dementsprechend feiner ist die Frequenzauflösung. Das ist für die Praxis oft sehr wichtig. Hier sehen wir ein Beispiel von so einer Messsequenz und richtig viel kann man nicht daraus erkennen, außer dass hier in dem Bereich zwischen k gleich 10 und k gleich 14 irgendeine Signalkomponente ist. Erhöhe ich jetzt die Anzahl meiner Abtastpunkte, das heißt, mache ich das Messfenster länger, dann kann ich auch feiner differenzieren und sehe jetzt ganz klar, dass in diesem Bereich zwei Töne vorliegen. Das habe ich bei einer Sequenzlänge von 64 noch nicht erkennen können. Was man damit natürlich nicht verwechseln darf, ist, dass die höchste Frequenzkomponente, die ich darstellen kann, die wird immer nur durch die Abtastfrequenz bestimmt. Das heißt, unabhängig davon, wie viele FFT-Punkte ich habe, die höchste Frequenzkomponente, die jetzt hier bei k gleich 31 oder hier bei k gleich 127 dargestellt würde, das ist immer kurz vor Fs halbe. Das ist ganz wichtig, das sollten Sie sich merken, dass die Frequenzauflösung jetzt in normierten Größen Delta F 1 geteilt durch n ist. Und wenn wir jetzt nicht normierte Größen haben, dann steht es ja hier, dann ist mein Delta F gleich 1 geteilt durch n mal ts. Oder ich könnte natürlich auch schreiben Fs geteilt durch n. Jetzt machen wir noch ein kleines Rechenbeispiel. Und zwar wollen wir gern die DFT des Dirac-Stoßes wissen. Ich möchte gern den Betrag wissen und ich möchte auch gern die Phase wissen. Und das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir in die Definitionsgleichung der DFT, und zwar in die Analysegleichung, unsere Funktion, und das ist ja einfach Delta von n, einsetzen. Und das kann man jetzt ganz einfach rechnen, indem man die Siebfunktion des Dirac-Stoßes ausnutzt. Das heißt, alles, was mit dem multipliziert wird, ist 0, außer an der Stelle n. Das heißt, uns interessiert jetzt hier in dem Fall nur der Fall n gleich 0. Ja, bei n gleich 0 ist aber diese Exponentialfunktion 1. Das heißt, was hier rauskommt, ist 1 geteilt durch n
mal die Summe von 1 und das ist natürlich 1 durch n. Das heißt, das war jetzt wirklich super einfach. Und um das nochmal zu interpretieren und Worte zu fassen, heißt das, alle Basisfunktionen meiner DFT, alle Sinusfunktionen, haben jetzt die gleichen Gewichtungsfaktor von 1 durch n. Das Ganze ist rein reell, das heißt, da ist keinerlei Phase dahinter. Einfacher wird es wahrscheinlich nicht mehr. Damit es nicht ganz so einfach ist, verschieben wir jetzt den Dirac-Stoß ein bisschen. Das heißt, wir sagen, der soll mit einer Verzögerung von m erst auftreten. Und jetzt machen wir genau das Gleiche. Auch hier gilt natürlich die Siebfunktion des Dirac-Stoßes. Das heißt, erst dann, wenn n gleich m ist, wird dieser Dirac-Stoß 1, sonst ist er immer 0. Und dann kann ich das hier jetzt genauso raussieben. Das heißt, nur dann, wenn n gleich m ist, liefert das hier einen Beitrag. Ja, der Betrag ist dann auch wieder 1 durch n, definiert durch den Vorfaktor. Dann habe ich hier noch so einen Drehzeiger. Jetzt schauen wir mal, was da drin steht. Ich habe jetzt hier k als meine Frequenzvariable. Das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Frequenz diskret ist. Aber letzten Endes ist dieses k nichts anderes als eine Frequenz. N ist die Länge meiner DFT und m, das war ja die Verschiebung, die Zeitverschiebung von meinem Dirac-Stoß. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist eine lineare Phase. Je größer das k, desto größer die Drehung. Und wie groß diese Phase ist, das wird durch dieses m durch n beschrieben. So, das Ergebnis habe ich hier nochmal rausgeschrieben. Das heißt, auch hier werden wieder alle Basisfunktionen mit dem gleichen Gewicht 1 durch n multipliziert. Aber zusätzlich habe ich jetzt eine lineare Phase um minus 2pi km durch n. Das hatten wir schon mal besprochen, dass eine Verzögerung, dass hier eine Verzögerung um m, dass sich das in der Frequenzebene übersetzt in eine lineare Phase. So, und damit das nicht so mathematisch trocken bleibt, gucken wir uns das auf ein paar Bildern mal an. Hier sehen wir einen Dirac-Stoß mit dem Gewicht 16. Und wenn ich den jetzt in die Frequenzebene rüber transformiere, dann sehe ich, dass sämtliche Basisfunktionen mit dem Betrag 1 gewichtet werden. Ich habe es jetzt extra so gewählt, das Gewicht vom Dirac-Stoß zu 16, damit ja, wenn es multipliziert wird mit einem 16, damit dann hier genau 1 dabei rauskommt. Und die Phase ist tatsächlich gleich 0. Ich habe also ein rein reell wertiges Spektrum. Jetzt verzögere ich den Dirac-Stoß um 1. Soweit keine Überraschung. Und wenn ich das transformiere in die Frequenzebene, sehe ich wieder ein Betragsspektrum, bei dem alle Frequenzkomponenten den Betrag 1 haben. Jetzt kommt aber tatsächlich eine Phase dazu und ich sehe hier, diese Phase fällt linear ab. An dieser Stelle k gleich 8 springt meine Phase jetzt von minus pi auf plus pi. Das ist einfach nur eine Frage der Darstellung und fällt dann weiter ab, bis sie bei k gleich 16 wieder 0 erreicht hat. Das heißt, ist tatsächlich eine lineare Phase von 2pi geteilt durch die DFT mal k, so wie wir das ausgerechnet haben. Ja, damit sind wir auch am Ende von diesem Abschnitt angekommen. Dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ich, ohne Sie jetzt zu fragen, den Teil über die Frequenzauflösung hier mit reingenommen habe, weil es einfach so gut gepasst hat. Das heißt, Sie haben jetzt gerade eben zwei Teile zum Preis von einem bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.